Ganz schön dreckig, möchte man denken, wenn man den Kochbrunnen auf dem Kranzplatz in Wiesbaden sieht. Was wie normaler brauner Schlamm aussieht, sind aber sogenannte Sinterablagerungen. Der rötlich-gelbe Belag ist ein Gemisch aus Natriumchlorid, Magnesium, Eisen, Mangan und Kohlensäure. Schon zur Römerzeit war Wiesbaden für die Sinterablagerungen bekannt. Damals wurden die Brocken zum Färben von Haaren benutzt. Außerdem werden dem Wasser noch heute heilende Kräfte nachgesagt. Besonders bei Rheuma- oder Gichtkrankheiten soll es helfen. Ja, ich glaube sehr an das Kochbrunnenwasser. Auch bei Erkältungen gehe ich hin und hole mir immer eine Flasche oder trinke hier und freue mich daran, ein natürliches Erkältungsgetränk zu bekommen. Kostenlos. Der entstehende Belag muss aber einmal im Jahr entfernt werden, damit er den muschelförmigen Brunnen nicht erdrückt. Also wir müssen den Brunnen abstellen natürlich. Dann werden die Sinterbrocken mit Schippe, Spaten, spezielle Reinigungsmeißel abgekloppt, sauber gemacht. Und zum Schluss, wenn der Stein ziemlich sauber ist, wird noch mal mit einem speziellen Steinreiniger drüber gegangen, um die Reste dann auch noch wegzukriegen, damit er sehr schön und sauber aussieht. Die abgeschlagenen Brocken landen zum Teil auf der Deponie. Zum Teil kommen aber auch Passanten vorbei und nehmen die Steine mit. Ich habe schon eine Steinesammlung, die steht und ist zum Betrachten da, aus allen möglichen Gebieten. Schön. Und da kommt der dann dazu. Was stehen da schon für Steine in der großen Sammlung? Da stehen aus dem Wettersteingebirge, aus Südfrankreich, aus China, also alle möglichen Steine. Mein Enkel, der sammelt Steine, und da haben wir das in der Zeitung gelesen und da habe ich gedacht, ich hole ihn mal ein. Ich habe schon des Öfteren zu Geburtstagen solche Steine verschenkt an Wiesbadener. Und gerade die in Wiesbaden geboren sind, wir sind ja sozusagen Kochbrunnengetaufte, die verschenke ich dann zum Geburtstag, was ganz Besonderes, ein Geschenk, was man nicht kaufen kann. Pro Jahr fließen rund 250.000 Kubikmeter Wasser durch die Leitungen an die Oberfläche. Das Wasser ist dabei 67 Grad heiß. Die Temperatur resultiert aus unterirdischen Magmaherden, daher auch der Name Kochbrunnen. Das Wasser an sich kommt tief aus der Erde, über 2000 Meter. Ja, und wir haben hier in Wiesbaden einige Thermalquellen. Ja, und wir haben hier fünf Bohrungen, wo die Hauptquellen sind. Das ist der Kochbrunnen, die Salmquelle, der Schützenhof und die Adlerquelle und die kleine Adlerquelle. Das sind gefasste Brunnen, wo Pumpen drin hängen. Und mit den Pumpen wird das Wasser aus der Erde gefördert. Mit dem Besen, der Schaufel und dem Wasserschlauch wurden heute noch die restlichen Sinterablagerungen entfernt. Wer also jetzt noch einen Sinterstein haben möchte, muss bis zum nächsten Jahr warten.